Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner Folge hier auf Karte Thüringen, Version 3.01. Ich fahre jetzt zu meiner Wiese Nummer 62 und werde dann mal da mal düngen. Ich sehe nur den Boden. Muss ich mal irgendwann mal. Ich war noch nicht mal eine Reihe. Oder ob da noch ein Patch kommt. Unwahrscheinlich. Weil die Ecke ist hier mit Außenfahren ein bisschen ungünstig aufgrund der Bäume. Ne? So, dafür kann man innen drinnen schön fahren. Aber gut. Irgendwann wird es funktionieren. Nur hat man eine Nachricht hier. Ja, Mitte Frühling, Tag 4. Das geht gut voran. Wir haben schon viel geschafft. Die Maisfelder sind fertig. Die Sonnenblume ist gerade bei. Feld 12 mache ich gerade und lasse da aussehen. Und 247 habe ich gerade letzte Folge begonnen. Also die, das läuft auch. Das Förderband, also ist auf anderen Feld. Wollte gerade sagen, das steht mir im Wege. Das ist nicht richtig, nicht gut. Gut. Das kann auch immer noch hinbleiben. Ja, hier ist der andere bei. Auf Feld 12. Ja, normalerweise mache ich ja viele Aussaaten im späten Sommer oder zeitigen Herbst. Ne? Oder ab Herbst. Die Getreide, wie jetzt allgemein Getreide, der Weizen oder Gerste. Ich mache ja mehr Weizen und Gerste, was ich brauche für die Marge, für die Produktion. Da will ich jetzt in die nächste Saison ein bisschen mehr Hopfen anbauen. Die reicht hier hinten und hier vorne. So. Ein bisschen weiter weg, sehen können. Ein bisschen düngen, das kann ich schaden. Flügen wir jetzt hier nicht, das ist mir jetzt ein bisschen zu. Naja, 10% bei Gras. Dann muss ich alles aufsammeln, da hätten wir es auch geschafft, ne? Müsste mir eigentlich die anderen Maschinen kaufen, die Mähwerke von Pöttinger. Aber da ich einen Kron von habe, werde ich da halt nichts kaufen. Obwohl das andere ein bisschen besser ist, man hat ja mal einen Traktor frei, ne? Und dann hat man, aber das teure Gerät nicht kaufen. Aber für Feldgras, was da hinten Feld Nummer 28 ist, für Pferdegras, da muss ich immer sehen, dass ich da Kurs, das müsste eigentlich funktionieren. Ah, da hinten wäre der andere. Ja, wird dunkel. Wenn dunkel wird, dann wird gedüngt. Jo. Tja, der Wald steht wieder, ne? zum dritten Mal, ne? Ich habe beim letzten Mal den Wald auch abgeholzt, war fast fertig, aber da hatte ich schon gepflanzt gehabt, ne? Und wo ich hierbei war und mal pflanzen wollte eigentlich, kamen schon die ersten Gerüchte auf, dass es eine V3 geben würde. Habe ich anfangs ein bisschen geärgert, weil der Prinzip das nicht so klappend mit dem ganzen Fortlauf, wie man sich denkt. Aber im Nachhinein ist es wirklich schön geworden, mit allem drum und dran. Im Grunde mit dem Modus, was ich jetzt gelernt habe, mit Übernahme der Fahrzeuge, was wirklich einfach ist, und auch für alle anderen Sachen hier ist halt im Großen und Ganzen besser geworden. Ne? Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit, obwohl eine V4 glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht, aber. Das macht ja auch eine Heidenarbeit, dieses. Ah, da ist noch ein Ballen vergessen. Naja, gut. Macht ja nichts.
Ja, macht auch noch eine Arbeit jetzt zu machen, also das zu programmieren. Also ich habe von keiner Ahnung, ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus. Nur ich habe da hohe Achtung vor, dass jemand das in seiner Freizeit macht. Und ist ja im Grunde kostenlos, ne? Das kostet ja niemandem Geld, ne? Also wäre gut, wer jetzt über Upload ein bisschen schneller runterladen will, da, ja gut, dann zahle ich einmal 5 Euro hab für dann volle Geschwindigkeit, ne? Ich meine, der Modder hat was davon und die Anbieter auch, ne? Also das muss man ja auch so sehen, das ist ja alles, das ist nichts umsonst, ne? Sag mal so, ne? Also sein Preis. Und man, wenn man das kostenlos haben möchte, wie in dem Falle, da kann man auch ein paar Euro ausgeben. Und man kann sich ja ein bisschen dann auch andere Mods anschauen, die man runterladen will, wenn man den Tag oder an 2 Tagen halt möglichst viel runterladen will, ne? Oder kann oder möchte, dann geht das auch. Und wie gesagt, wenn ein Spiel viel Geld ausgibt, ein Originalspiel, und dann meckert, dass ein Upload gemacht wird, wo es dann praktisch für schnell mehr Geld kostet, ja, oder Geld kostet dann den Umblick, kann ich nicht verstehen. Weil da kann man so viele Sachen hier drin in Erweiterung, dass man eine Bereicherung hat, dass man sagen kann, okay, wir haben so viel schöne Sachen jetzt drin, mehr als eine Originalkarte, ne? Da kommt die Originalkarte ja nicht ran. Also da muss ich mal so sagen, ist die Originalkarte gefällt mir persönlich nicht. Für mich ist das, sobald ich eine eine Karte habe, die gemoddet ist, ist mir die lieber als die Standardkarten, ne? Ist halt so, weil die Aufteilung ist ja hier viel anders als Original. Also ich meine, muss dazu sagen, wenn man hier kein Kursplay hätte und kein Autodrive, dann wäre es auch schon schwierig, ne? Also Kursplay brauchst du für die Felder, das ist Fakt, das ist richtig. Und Autodrive ist sicherlich eine, ich sag mal, eine Steigerung, ne? Also eine bessere, also von der Straßensystem her ist das besser wie Kursplay. Aber mit Kursplay könnte man das auch hinkriegen, ne? Gut, der Aufwand ist ein bisschen größer, man muss ja jedes Mal neu einfahren, ne? Aber es geht, ne? Also ist machbar. So. Ich lese ja viel im Forum auch, dass man geschimpft wird, dass zu viel wegen Kosten und so, ne? So, bevor die einklappen, bin ich drauf gekommen. So, dann muss ich mal sehen. Wir können gleich die nächste Wiese machen, also Feld Nummer. Stellen wir hier so hin. Aber Kalk sieht man gekauft, weil Kalk haben wir. Gut, da könnte man auch theoretisch wir holen dem hier sogar Schläuche dran, ne? Also hier, weil das hier auch mit Schlauchsystem funktionieren kann, ne? Wer es möchte. Ich muss den einen Ballen holen, das vergesse ich garantiert. Und wenn er jetzt gewachsen ist, beim ersten Mal geht es noch, aber beim zweiten Mal ist er dann schon ärgerlich, wenn er Spuren, na gut, da würde ich reinlaufen und die Hand raustragen, ne? Stark ich bin. Ich gab Spinat neulich. Popeye. Wer sowas kennt, Popeye. Alten Trickfilm, also wirklich alt. Der Seemann Popeye. Wenn man jetzt Probleme gehabt, oder hat Kraft gebraucht, dann hat er eine Dose Spinat gegönnt. So, das erstmal runterfahren vom Feld. Wenn der saniert ist, könnte man gleich reinkippen. Das dauert aber auch 2 Tage, ne? Aber hier rechts könnte man eigentlich hinstellen. Das sollte kein Problem sein. So. Das steht ganz gut so. Dann können wir gleich mal den Mist
Den Anhänger. Den stellen wir auch wieder hin, ne? Obwohl im Raum gleich wieder, Anführungszeichen, wird man gleich die. Bei Gelegenheit werde ich die zuerst verarbeiten. Wir werden mal die Wiesen machen. Die Wiesen. Einmal die 63 muss gemacht werden. Und noch eine Wiese. Die war doch mal eine kleine Wiese gewesen. War. Da ist noch eine Wiese. Aber die gehört mir nicht. Hat auch keine Nummer. Der ist fertig, kann man sagen. Und der ist auch fast fertig. Und die fahren auch eine Runde, dann geht's halt los. Ne? Also okay, wir fahren immer so wie so 63. Da müssen wir nicht klicken, da sind wir gleich da. Dann können wir nämlich gleich Anschluss pressen. Da muss ich mal sehen. Ja, genau, der Profi ist fertig. Und da hat die NFT erreicht. Wer ist der andere? Ach hier, das ist ja wieder Ballenplätze. Wir fahren. Oh, jetzt das geht mal sogar. Wir fahren mal schnell und das mal kurz ausmachen hier. Das brauchen wir nicht unbedingt. Zeit, 11:52. Ah, Folge Nummer 5. Wünsche euch einen schönen Wochenstart. Wochenende. Wochenendstart. Die Wochenstart ist schon vorbei. Ich habe meine heute, wenn ich die zwei Folgen noch schaffe, für morgen, für Samstag und Sonntag, mal in Rekordzeit diese Folgen fertig geschafft, die ich machen wollte. Gut, bearbeiten muss ich auch noch. Ja, der Vollständigkeit halber. Und dann Samstag hochladen normalerweise. Vielleicht lade ich auch schon morgen ein paar Folgen hoch. Für Kettle und Cops, weil das schon ab Samstag kommt. Ja, ab Samstag. Und die Beginner ist ab Montag. Und von daher ist die Thüringen-Folge und die Marsch-Folge nicht so dramatisch. Früher habe ich immer Freitag gespielt und Samstag. Nun habe ich aber am Wochenende immer gemeinsam Mehrspielermodus, also offline, also im Prinzip nicht sendefähig, Anführungszeichen. Ich möchte kein vieles Projekt machen zurzeit. Selbst wenn das jetzt alles ein Okay geben würde, davon geht mal aus. Müsste ich trotzdem immer erst fragen, ey. Und die müssen da nicken, die beiden Eltern. Deswegen muss er nicht unbedingt sein, ne? So. Und ein weiteres LS-Projekt, obwohl ein Mehrspielermodus sicherlich schön wäre. Abwechslungsreich. Muss nicht unbedingt sein. 63 Vorgewende 2. Gehen wir mal ganz kurz zurück und ersten Wegpunkt einstellen. Dann werden wir gleich mal die 49 könnten wir eigentlich bekämpfen. So, dann fahren wir Richtung LKW und laden ihn mal auf, also Rest auffüllen. Und dann fahren wir Richtung 47 oder oben die Ecke da oben. 49, wo schon gewachsen ist. Ne? Die Maisfelder hat noch keinen Zweck. Da wird erst morgen was werden. Und 12 genau gleiche morgen.
Wir müssen mal fertig werden, ne? Zu. Vielleicht eine andere Seite mit der Aussaat. Ey, Quatsch. Mit Ballenpressen. Das ist ja fantastisch. 4-2. 4022. Chip-Tuning. So. Da muss man den richtigen Punkt finden, ne? Jetzt sagt die FPS 30. Mehr zeigt er mir nicht an. Das wäre jetzt auch neu, dass es noch eingestellt wäre, ne? Ich weiß nicht genau, warum man genau 30 anzeigt. Weil rechts zeigt er mir der andere nämlich bei 60 an. Da ist der andere vom Monitor, ne? Ich wollte eigentlich von Steam dort aktivieren wieder. Das kann man auch ganz gut sehen. Klein und fein, unten links oder oben rechts. Und jetzt geht's wieder, komischerweise. Also die erinnern sich ein bisschen besser, wenn man von A nach B fährt, ne? Ich muss jetzt Richtung 49, 48 fahren. Und zwar auf dem Feld, wo jetzt schon Getreide gewachsen ist. Ist dann der andere schon fertig? Das ist der 37. 37 ist auch fertig, da können wir dahin fahren. Dann können wir mit anderen Traktoren hier Dings fahren. Also. Das passt doch wieder nicht. Ja, jetzt hat er wieder gefangen. Also. Ey, morgen hoch bearbeiten die 14 Folgen, das dauert auch eine Weile. Geht zwar schnell mit dem neuen Rechner, aber dauert halt, ne? Und nebenbei schaut ihr Videos mit dem einen oder anderen. Oder. Oh, der ist ja sehr gut. Aber heute. Es geht ja darum, dass ich im Prinzip. Kursplay-Aufgaben meistens ganz gerne auf einen Ritt machen lassen, ne? Eigentlich. Jetzt haben wir Uhrzeit. Die erste Folge, die Folge ist auch wieder zu Ende, siehst du das? So, die Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Wir wollen da nicht mehr ziehen, 17 Minuten sind ganz genau richtig, fast 18. Dann seid mal tschüss und ciao. Noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschalten. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, ich bin morgen da. Tschüss.